Hallo und herzlich willkommen zurück zum LS17 Force. Im letzten Video haben wir den LKW erneut beladen. Und jetzt fahren wir wieder zum Hof und bringen die zweite Ladung zum Hof. Diesmal müssen wir einmal quer durch den Wald. Weil jetzt das Stück rückwärts zu fahren ist ein bisschen lang. Wir hätten die Ponse dahingestellt. Oh. Moment. Ah, zum Glück, ich habe einen Schlüssel mit. So. Wunderbar. Dann bringen wir die jetzt da auch hin. Dann haben wir schon mal einiges an Holz, was dann in die Produktionszweige rein können. Bin ich mal bloß gespannt, ob ich hier den Weg überhaupt lang fahren kann. Oder ob der zu lang ist. Dürfte vielleicht nicht sein. Den anderen, den ich ja hatte, der hat ja auch mit Anhängern eine ganz schöne Länge. Aber er quert sich hier so ein bisschen hoch. So. Bisschen links, bisschen rechts. Okay, das wird nichts. So. Wollen wir mal schauen, hier hinten nachher runter. Dann kommen ja auch wieder so eine doofen Steine. Ein bisschen links, ein bisschen rechts. Oh, der Gabel. So, halt. Und hier muss ich auch noch mal links. So. Längen wir uns mal hier durch den Wald durch. Na, der Baum steht ja hier auch, glücklich. So. Also ein bisschen links. Der hier ein bisschen im Weg steht, der. Der ist aber auch schon tot. Aber jetzt hier rum. Mal in Nähe von denen hier. Was? So.
Ach, zum Glück gleich draußen. Hat ja nur 5 Minuten gedauert. Dann geben wir mal Gas. Wenn ich zu langsam den Hügel hier hochfahren. So. Na, das sieht doch schon hier besser aus. Da kommt nichts. Gibt es gar kein Ortseingangsschild? Anscheinend kann ich ja hier 50 fahren. Kommt nix. Ja, ich mach grad auch schon. Stress mal nicht rum. So. Ah, die Einfahrt ist nicht die beste. Aber besser als gar keine. Ah, nicht auf dran. Na, noch ein Stück. So. Wunderbar. Dann lösen wir mal hier den ganzen Dreck. So. Ah, nicht wollte ich. Noch einmal er und noch ein. Ja, haben wir alles. Dann springen wir mal rein im Bagger. Ah, doch, das sollte passen. Okay. Na. So. So. Ein bisschen Teller zudrücken. Oh, 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 schon wieder. Warum sind die auch rund?
Wunderbar. Ups. Das meine ich so ein bisschen, wenn man zu doll zudrückt, dann wackelt das. Siehst, und dann glitschen sie manchmal raus. Aber egal. Hab mir einen Bagger unter dem Arsch. Sammle ich die wieder ein. So. Speicherung. Das liegt schon mal. Die da hinten noch mit drauf. Das sieht doch gut aus, oder? Ja, kann man so lassen. Wunderbar. So. Haben wir die schon mal hier? Jetzt ist ja echt die Frage. Die 6 Meter Stämme. Wie wir das machen? Lagert die erstmal auf dem Hof? Das ist die Frage. Was Platz hätte ich ja.
Ich hab, weiß ich noch nicht, die Verkaufsstelle. Die ist ja, glaube ich, hier oben. Ja, hat sich da was verändert? Oh. Mach doch mal die Schatten auf. So muss ich festhalten. Ja doch, verändert hat sich hier schon was. Ich glaube, der Häckselhaufen war vorher noch nicht da. Okay, die Hallenhalle ist auch gleich geblieben. Der Platz ist hier auch gleich. Weil das doof, hier habe ich keine Lagermöglichkeiten. Na doch, mein Auflieger sollte ich hier reinkommen. Also zur Not könnte man mit dem Auflieger hier einmal durchfahren über seinen Hof. Muss ich bloß mal fragen. Ich weiß nicht, ob ich hier mit dem Auflieger reinkomme. Gullis sind sogar animiert. Ist ja toll. Aber dann ist die Frage. Kann ich das Tor hier eigentlich auch bewegen? Warte mal. Wieso kann ich die jetzt nicht mehr zumachen? Schließen. Das ist ja auch nicht schlecht. Ich kann die Seite öffnen. Könnte ich vielleicht hier mit dem... Mach ich hier mit dem LKW durch? Nee, hier komme ich auf keinen Fall rum. Hier ist auch bloß ein Hof. Hier ist ein Silo. Komm ich hier mit dem LKW rum? Aber da könnte aber was werden. Da ist die Straße breit, ja? Dann komme ich hier vorne wieder hin. Weil dann könnte man überlegen, hier so quer mit einem LKW oder... Oder hier so mit einem LKW rein. Eventuell mit dem Kran immer die Stämme so reinschmeißen. Ja. Was meint ihr denn? Wird das gehen? Na, hier drin wieder mit dem Kran arbeiten, das wird nichts. Das ist mir zu stressig.
Aber hier wird echt gehen mit dem LKW hier rein. Oder wieder mit dem Radlader. Könnte ich ja vielleicht die vom LKW runterknapseln. Aber man kann es ja erstmal mit dem LKW ausprobieren. Aber ich werde hier bestimmt auch bloß die 6 Meter einmal raufkriegen. Obwohl, müsste ja gehen. Müsste da eben nur rückwärts wieder rauf. Ja, ich glaube, wir probieren es mal mit dem, wo wir einmal so die 6 Meter Stämme und probieren die mal da zu verkaufen. Gucken, ob ich mit dem denn da irgendwie reinkomme. Ja. Doch, das glaube ich, so machen wir es. So ein bisschen Hexe muss ich hier auch noch. Aber das kommt nach und nach. Oh, schon wieder so lange. Okay. Entschuldigung, schon ein bisschen weiter überlegt. Auf jeden Fall bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Und wünsche euch noch einen schönen Tag.